Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meiner Serie Das Waldhüttenleben in Finnland. Ich habe gehört, in Deutschland herrscht momentan der Orkan Sabine. Und wie ihr sehen könnt, auch hier in Finnland sind noch Ausläufer dieses Orkans zu spüren. Es ist schon die ganze Nacht sehr stürmisch. Ich konnte sehr schlecht schlafen diese Nacht, denn die Windgeräusche sind hier durch die Bäume sehr laut. Heute möchte ich euch die Wasserversorgung hier in meiner Waldhütte zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich befinde mich hier an unserem Brunnen. Das Wasser können wir hier mit dieser handbetriebenen Mechanikpumpe hochpumpen. Ja, und als allererstes werde ich meinen Wassersack füllen, den ich hier auch als Wasserhahn verwende. Wir haben plus 1 Grad und durch den kräftigen Wind schmilzt der Schnee sehr schnell. Flaschen verwende ich als Trinkwasser. Das Wasser in den Eimer benutze ich als Spülwasser. Ja, und wie gesagt, das Wasser im Sack benutze ich als Wasserhahn. Eine solche Pumpe fördert etwa pro Hieb einen halben Liter. Diese Windgeräusche hier im Wald, die können wirklich sehr beängstigend sein, wenn man das nicht gewöhnt ist. Wusstet ihr schon, laut UNICEF gilt das finnische Oberflächen- und Grundwasser als das sauberste der ganzen Welt. Das ist wirklich ein sehr guter Morgensport. Diese Aufgabe zählt zu den Alltagsaufgaben hier in meiner Waldhütte. Wirklich sehr praktisch hier in so einer Waldhütte. Purer Luxus.
Ja, liebe Leute, und jetzt wird noch gespült. Einer meiner Lieblingsbeschäftigungen hier in der Waldhütte. Ja, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.